Ja, moin, liebe Messerfreunde, der Stony hier. Ich habe mir einen neuen Schärfer gekauft. Ich fand das Ding irgendwie cool und habe gedacht, probierst du doch mal aus. Und zwar ist das dieses Sharp AL oder so. Ich schätze mal AL, weil das scheint mir aus Alu zu sein hier. Und ja, hier ist noch ein Gewinde dran und Außengewinde. Und ja, ich zeige euch das gleich mal. Kommt in so einem Säckchen hier. Und ja, ist okay. Steht auch nochmal Sharpal dran. Ist halt so ein typischer Beutel. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um dieses Teil hier. Ich werde weder gesponsert noch sonst irgendwas. Ich habe mir das Ding gekauft, weil ich fand das irgendwie cool von der Optik her und von der Funktionalität. Und deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch das mal. So, was hat es damit auf sich? Man kann dieses hier aufdrehen. Dann hat man hier so einen Stab. 600 Grit Diamant. Das kann man hier raufschrauben. Und ja, dann hat man so ein Teil. Wie so ein Wetzstab quasi aus Diamant. Das Witzige ist aber, wenn man diesen hier jetzt abschraubt, der ist hohl. Und hier ist jetzt nochmal so ein Diamantstab drin. Für Angelhaken und für Wellenschliff und sowas. Damit kann man super Wellenschliff schleifen. Ich habe das mal in der Küche probiert. Auch diese Victorinox Tomatenmesser, die nutzen wir eigentlich für alles. Und davon haben wir 12 Stück. Die nehmen wir zum Brotschmieren, zum Brötchen aufschneiden, zum allen möglichen Zeug schneiden. Also wir nutzen eigentlich keine anderen Messer, also so zum Essen und sowas, als diese Victorinox-Teile. Damit lässt sich dieser Wellenschliff super schärfen. Jetzt habt ihr gesehen, dass er hier auch noch so eine Teil drin ist. Das heißt, man kann also diesen Stab auch hier reinschrauben und dann hätte man quasi einmal so, ja, oder man ist so, und wenn man sagt, so, jetzt will ich den Wellenschliff schleifen, kann man es umdrehen, upsala, und kann es halt so auch aufschrauben. Fand ich irgendwie witzig. Und ja, und wenn man den dann halt, wo ist das Loch? So. Nicht benötigt. Kann man den so zusammenschrauben. Und dann ist der so eine Hand lang. Also so, ich weiß gar nicht, wie lang ist denn das Teil überhaupt? Kann ich mal eben schnell messen. Habe hier so ein Messgerät. So. Ah. 13 cm. Ja. Und dick ist das Teil hier oben 25 und unten ja, 21. Also ist ganz nice. Und ich wollte das jetzt einfach mal zeigen. Und wie gesagt, 600 Grit ist natürlich nicht super fein und auch nicht super grob, aber ist ja egal. Und zwar, ich habe hier das Manly City, heißt es, glaube ich. Bin mir gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall hat das S90V Stahl. Hier steht's. So, und bitte scharf. Und jetzt mache ich das mal stumpf. Dazu nutze ich mal eigentlich mein Hauptschärfer, den ich eigentlich immer nutze. Das tut richtig weh, ey. Also stumpf. So. Und jetzt gehe ich einfach mal dabei und nutze das quasi wie so ein Wetzstahl. Also ich bin kein Schlachter, daher kann ich das nicht so. Die machen das ja auch irgendwie so, ne? Aber ich mache das halt so. Und ich habe jetzt auch keinen bestimmten Winkel. Das ist halt so ein Winkel, der sich für mich gut anfühlt und ne, ohne Druck, einfach nur so drüber. So, mal gucken, ob das gebracht hat. Ja, noch nicht so wirklich. Bisschen. Ja, ist halt S90V Stahl. So bei einem Victorinox haben so 3, 4 Striche gereicht und dann war das wieder okay. Ah, okay.
Alter, es kommt schon was. Ja? Und wenn man das jetzt noch so ein bisschen länger macht. Wie gesagt, ich mache es jetzt im Stehen hinter der Kamera. Na, das ist halt. Aber ihr seht, es funktioniert. Es wird jetzt natürlich nicht rasierscharf. Ich mache das mal jetzt eben schnell so, dass ich hier ein bisschen besser sehe. So. Also ich mache das immer noch mit dem Ding. Ne? Nicht, dass ihr denkt, ich mache das jetzt hier mit irgendwas anderem. Aber so muss ich nicht so in komischer Haltung das machen. So. Und jetzt gehe ich nochmal hier so ein bisschen für dieses Leder, ziehe das so ein bisschen darüber ab. Hier muss mal wieder Paste drauf. Damit schärfe ich übrigens alle meine Messer. Also es ist hauptsächlich mein Schärfer und da bin ich sehr zufrieden mit. Aber ich wollte dieses Teil einfach mal austesten. Ja, okay. Also wie gesagt, S90 V-Stahl ist echt fies, ey. Das ist ein komisches Papier hier. Also wie gesagt, es funktioniert, aber man muss sich da ein bisschen Mühe geben. Und wie gesagt, S90 V-Stahl ist auch eine Herausforderung. Ne? Ich habe es auch nur wirklich ganz stumpf gemacht. Ja. Aber es funktioniert. Ja, man kann es damit wieder schärfen. Wie gesagt, Wellenschliff funktioniert absolut geil damit. Und ja, ein Stückchen hier ranholen. Kann ja nochmal eben. Habe ich natürlich gar kein Wellenstiftmesser dabei. Und eigentlich nutze ich hauptsächlich, wie gesagt, ich nutze dieses hier. Und so schärfe ich halt meine Messer. Also okay, ich mache es mal so, wie ich es eigentlich mache. Wie gesagt, ich bin kein Schärfe-Enthusiast. Ich will nur scharfe Messer haben und die kriege ich damit astrein hin. Na? Dann hat er so einen 20-Grad-Winkel. Den nutze ich halt. Und das Ding habe ich auch schon etliche Jahre hier. Und wollte ich sowieso mal zeigen, wie das so ist, wenn ich meine Messer schärfe. Ja, hier vorne habe ich schon einen Grad, hier hinten noch nicht. Also man merkt, ich habe das aus der Hand nicht so toll gemacht. Aber wie gesagt, S90V. Ist natürlich auch schon eine Hausnummer. So, jetzt habe ich überall einen Grad. Jetzt machen wir das so rum. Wie gesagt, so schärfe ich meine Messer. Und manch einer wird die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber für mich zählt das Ergebnis. Und nicht, ob das jetzt toll gemacht wurde oder ob das jetzt ja, bestimmt super Winkel Dingsbumskirchens hat oder so. Für mich reicht dieser 20-Grad-Winkel. Und deswegen, also das werdet ihr gleich sehen. Wie gesagt, das ist immer noch der S90V. Und gleich bin ich fertig. Ihr habt ja gesehen, wie stumpf das Messer war. Oh, hier gehen wir auch nochmal rüber. Paste drauf. Ich habe es letztens ein bisschen runtergerieben, weil es schon so schwarz war. Und mal neue drauf machen. So. Sollte erstmal für den Moment reichen. Ja, nehmen wir uns nochmal so ein Stück Papier. So, ja. Und ihr seht, wie easy Druckschnitt, ne? Und das mit S90V in so kurzer Zeit. Deswegen stehe ich so auf Diamantschärfer. Und vor allen Dingen habe ich in den ganzen letzten Jahren dieses Ding so lieben gelernt. Und das reicht mir. Wozu brauche ich hier, was weiß ich, für tolle Sachen? Ey, das ist super scharf, super Schärfe. Und ich kann damit meine Arme rasieren.
Ja, also deswegen, also ja, der Worksharp, Field Sharpener ist für mich das Nonplusultra, was Schärfen angeht. Ich kann auch ganz große Küchenmesser damit schärfen. Ja, aber jetzt zurück dazu. Darum sollte es eigentlich in diesem Video gehen. Das hier wollte ich eigentlich, wie gesagt, für die Küchenmesser haben. Und das funktioniert gut. Wie gesagt, die sind aus dem 0815 Stahl. Die kriege ich mit dem Ding so rattenscharf. Tomaten kannst du so schneiden, ne? So. Astrein. Klar, für ein S90V ist das Ding hier nicht so gemacht, vor allem wenn man den Winkel nicht so hält. Aber wie gesagt, es geht auch. Und wie gesagt, ich fand das Ding ganz witzig. Na, hier mit dem spitzen Teil noch für Wellenstift darunter. Und das ist für Brotmesser auch gut. Ich habe unser Brotmesser da mitgeschliffen. Absolut genial. Also wie gesagt, ich finde das Ding ganz witzig. Könnt ihr ja mal gucken hier bei Amazon, wer da Bock drauf hat. Sharp AL heißt das Ding. Ich fand das ganz witzig. Hier ist noch so eine kleine Öse dran. Kann man vielleicht Lanyard dranhängen vielleicht oder so. Ich habe gedacht, wozu ist der Knopf? Aber das ist kein Knopf. Ja, also wie gesagt, das ist so, was ich gut finde, was ich mir mal so angeschafft habe. Aber wer eine All-in-One-Funktion braucht und nicht 1000 Winkel und ein sehr gutes Ergebnis haben will, dieses Ding hier kostet, glaube ich, 35 Euro. Das habe ich mir mal vor etlichen Jahren gekauft. Und das ist absolut top. Also damit schärfe ich, wie gesagt, alle meine Messer. Und die werden alle rattenscharf, wirklich rasiermesserscharf. Und das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein. Und dann bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuschauen und sage bis dann, ciao, euer Stony.